So, also Kerrigan holen wir nochmal ganz kurz ins Interview, bevor wir dann eine kleine Pause machen. Das Spiel ist angesetzt, das Finale um 13 Uhr. Da können wir gleich mal Kerrigan fragen, ob das dann früher der Fall sein wird oder nicht. Aber wir begrüßen jetzt erstmal wieder bei uns zurück den Kerrigan. Schönen guten Abend, schönen guten Tag, willkommen zurück. Hallo, Ja, na, wie geht's dem Gratulation Keller? hier. Also, hast du die Ratsche Ja. zwischen dem Match bekommen? Auf Train zufällig? Ja, auf Train habe ich den bekommen. Hast Ja, du schon gemerkt, ne? siehst du, was ist da los? Ja, Das auf einmal zwei? gibt's, Ja. ja, das zwei war halt, ja, die haben gut gespielt danach. Die Ja. haben einen Timeout genommen, nach 9-1, glaube ich, und dann auf einmal waren die dann mehr Fokus, glaube ich. Dann Ja. kamen die halt ins Spiel und das ist schwierig als CC, würde ich sagen, für uns. Ja, also in den Comments, der Adrenil schreibt ja gerade, Forge ist nicht im Pool. Das ist aber eine falsche Information, denn wir haben gestern schon von Kerrigan gehört, Forge ist im Pool. Ja, wir haben gerade eben schon ein bisschen philosophiert, welche Maps gleich bei euch vielleicht gewählt werden könnten. Ihr werdet sehr wahrscheinlich Tusken rauswählen gegen Navi, oder? Boah, eigentlich Oder nicht, glaube ich. was sind denn eure Wunschmaps? Weil Navi hat gerade 16-2 gespielt gegen Virtus Pro auf Tusken. Ja, aber wir haben umgestellt auf Tuscan und wir haben doch gegen Winfect Tuscan gespielt, glaube ich. Wenn ich nicht mich irre. Also wir sind auch gut vorbereitet auf Tuscan. Also klar ist, dass zum Beispiel Forge rauswählt. Und dann würde ich sagen, dass alle Maps das eigentlich gut passen, würde ich sagen. Vielleicht Inferno noch Okay. raus. Jedes Team votet eine Map raus und dann pickt jedes Team eine, oder werden gleich zwei am Anfang rausgewotet von jedem Team? Nein, Coinflip und dann wird eine raus und so weiter, du weißt so. Und dann pickt Okay. man und dann dritte Map natürlich. Also ihr wählt Okay. eine raus, Navi wählt zwei raus, dann wählt ihr wieder eine raus. Nein, Oder nein, komplett nur wechseln. Wechsel, wechsel, wechsel. eine. Einer. Okay. Ja, eine. Und dann sind noch drei übrig und dann pickt man und die letzte Ja, daneben. Genau. yes. Okay, ja, coole Taktik habt ihr auf Train als Terror. Diese Gastaktik, wo ihr in die Ja. 5 reingast, übertrieben heftig. Zweimal gespielt, zweimal aufgegangen in den wichtigsten Runden eigentlich am Anfang. Danach die ZS wieder Eco war sehr geil anzuschauen. Ja, wir haben die Taktik viel geübt in unseren PCWs. Das hat funktioniert gegen jedes Team. Wir haben auch gegen die trainiert, glaube ich. Aber dann haben wir aufgehört, den zu trainieren gegen die, weil wir wussten, die Taktik funktioniert halt. Ja, Okay. wir haben ja gute Spieler dafür Gas geben. Gooks, Exist, ich und Modi kann ja übertrieben gutes Gas geben halt. Ja. Also, Ja, da das fräst sich passt der perfekt OP zum im Spiel. Team. Ja, und dann fräst ein bisschen Descent auf die Leiter in Pop. Das ist perfekt. Ja. Na, So, perfekt, auch mit den Laufwegen. Perfekt, ja. einfach. Kerrigan, zwei Namen, bedeuten sie dir was? Anastasia, Was? Von wo kommt das jetzt? Kerrigan, Kerrigan, warte Zweimal. mal, Kerrigan, du hast über ein Jahr in Deutschland gespielt. Du solltest doch wissen, dass du die EM-Elite nicht unterschätzen solltest. Scheiße, Mann. Also, zumindest hat die Elite das Rätsel gelöst, was es mit Kittenfly auf sich hat. Ja, sicher, Mann. Ja, Ey. aber was ist da los? Also Russland oder was jetzt? Ja, Und vielleicht. warum erst Sommer dann? Weil. Ja, keine Ruhe im Tisch jetzt. Ja, sehr gut. Also, Navi wird das Spiel lauten. Bleibt es bei 13 Uhr, weil ursprünglich war es für 13 Uhr angesetzt? Ja, das ist wieder bei diesem Dream Arena. Schwedischen Meister. Ja, also erste Map wird von PCs am Event gespielt und Ja? dann nach erster Map muss ich dann umstellen für Finale. Also Okay. für Dream Arena. Das erste Map wird bei diesen PCs gespielt beim Event und dann eine zweite, dritte Map auf Bühne. Okay. Okay. Ja, also ich Okay, gedacht. Ja, ich habe nur gedacht, die erste Map ist auf der Bühne und dann wird Nee, nicht nee. mehr auf der Bühne Nein, nee, gespielt. das habe ich ja vorhin Unterwegs. schon gesagt. Also, schwedische Fernsehen Ja. wird ab der zweiten Map übertragen. Weil das mehr spannend, glaube ich. Ja. Erste Map ist ja eigentlich egal, kann man sagen, weil dann Genau. sind keine Gewinner. Aber ab der zweiten kann es halt zu Ende gehen, deswegen wird ab dann übertragen. Ja. Ja, bei ZDF Kultur genauso. EPS Finals. Sie haben ja erst ab der zweiten Map dann quasi übertragen. Wird das nicht so langweilig? Ja. Na, Aber wie habt ihr Navi gespielt eigentlich? Gut gespielt, zweite Map ja, oder wir haben was? ungefähr zwei Runden gesehen. Ja, Und nur bei euch oh, mitgefeiert. ja. Aber gestern habt ihr Navi ja relativ deutlich schlagen können auf Mirage, aber. Die haben ja, wie haben die 100% gegeben, glaubst du, oder haben die ein bisschen reingedaddelt?
Ich würde sagen, die haben 100% gegeben halt. Also einige der Zuschauer, also, einige der Zuschauer haben gesagt, dass Navi da nicht 100% real spielt. Ja, keine Ahnung, also. Naja, aber also, das war, also ich finde das, wir haben keine Probleme gehabt überhaupt dieses Turnier, würde ich sagen. Nur gegen SK würde ich so behaupten, dass wir Probleme hatten auf Nuke. Also, es ist halt schwierig zu sagen von unserer Sicht, dass, ob die das 100% gegeben haben oder nicht, aber ich finde, die waren also gut gehittet. Also. Ja. Und da war ja kein Rumgedanke, das war Taktik, die haben ausgespielt. Also kann man ja sagen, was man will dann. Ja, das stimmt. Ja. Was macht ihr jetzt? Halt nochmal gewinnen, dann ist ja alles gut. Eine Stunde Pause, was macht ihr jetzt? Ja, wird man essen? Ich chill ein bisschen. Ich habe in der Pause gegessen, Swiss Maps. So. Und dann, ja, ein bisschen Deathmatch spielen, glaube ich. Und dann geht es wieder los. Wie klappt es jetzt eigentlich mittlerweile mit der Kommunikation? Ich meine, ganz am Anfang bei Fnatic hast du gesagt, du verstehst noch nicht 100% alles. Einige Sachen kannst du verstehen, wegen ne, Dänisch, Schwedisch und sowas. Wie läuft es jetzt mittlerweile, die Kommunikation? Ja, die Kommunikation ist halt kein Problem in-game, würde ich sagen, also behaupten. Normalerweise ist manchmal kann man dann, Miscommunication machen, ne? Ja. Aber das geht halt ab, würde ich sagen. Aber aus dem Spiel ist das schwieriger zu verstehen, weil dann kann man über alles reden halt und dann ist das ein bisschen mehr schwierig zu verstehen, weil du keine Ahnung, was er darüber redet, wenn die Schweden reden. Ja. Also. Aber ihr redet Schwedisch in-game? Ja, Dänisch, Schwedisch halt. Kein Englisch. Okay. Weil Modi wohnt ja in Dänemark und Gux wohnt ja 20 Kilometer von Kopenhagen oder sowas, also in Schweden. Und dann verstehen die besser Dänisch, aber Exist wohnt dann im Norden, weiter oben. Also das ist schwieriger zu verstehen, würde ich sagen. Okay. Ja, also an dieser Stelle, ich würde sagen, alles Gute für das Finale. Wir drücken euch natürlich hier weiter in die Daumen. Ich glaube, die deutsche Community steht auch hinter dir, hinter Fnatic. Alle waren überrascht und überzeugt von dem, wie Fnatic gespielt hat. Also es war großartig, wenn man das mit ins Finale nehmen kann. Gegen ein Navi. Ich glaube, wenn man das Finale hat, Navi oder Fnatic, ich glaube, da ist die Entscheidung relativ einfach. Aber es wird sicherlich ein schwieriges Spiel. Gruß an den Rest deiner Mates. Ich hoffe, die Ratsche bringt euch weiterhin Glück. Und ich werde auf der Bühne sehen dann. Ja, schön reinhalten ins schwedische Fernsehen. Schön reinhalten. Kannst du streamen? Ja, wir streamen. Ja. Okay. Anders als geplant dürfen wir doch streamen. Okay, das hört sich gut an. Aber ich würde gerne dann bei die deutsche Community bedanken, dass die mit feiern, auch wenn ich ein schwedisches Team bin jetzt. Und ich hoffe, dass sie das so weitermachen. Und dann hoffe ich, dass wir gegen Navi gewinnen. Ja, sehr schön. Danke dir, dass du dir immer wieder die Zeit nimmst und während dem Event auch hier ins Interview kommst. Ja, kein Problem. Mach's gut, Finn. Ciao. Ciao. Ja. So, also Max, das klingt doch erstmal recht zuversichtlich, was er da sagt. Ich glaube, die Maps sind halt wirklich so, wie es sich im Interview anhört, die Maps sind ihnen wirklich relativ egal, was da kommt und das nehmen sie halt. Oder? Ja, so wie es geklungen hat. Forge scheinbar nicht ihr Ding, kein Bock drauf, obwohl sie zwei Aves haben. Ja. So krasse Aves, aber soll so sein. Sind scheinbar mit jeder Map zufrieden. Ich habe gerade geschaut, sie waren auf Tuscan sogar als CT krass. 11-4 haben sie da gemacht. Also, wäre cool. Also ich hätte eigentlich wenig Bock auf Mirage zuzuschauen, auch wenn es interessant wäre, weil sie ja gestern, dann wäre cool zu sehen, ob jetzt der Navi sich besser präsentiert, weil gestern haben sie Mirage gespielt. Aber ich hätte halt Bock auf Train und das wäre halt richtig geil zuzuschauen bei Makelov gegen Freeze und Kerrigan. Wenn dann Starix auch noch in den Arbe spielt, das wäre halt ein Traum quasi. Ja, also Tuscan hätte ich definitiv Bock drauf. Nuke würde ich eigentlich auch gerne sehen. Fnatic hat ja, was sie mit Virtus Pro angestellt haben, war einfach nur krass. Mit Moskau 5 angestellt haben. Gegen SK hatten sie dann wieder ihre Probleme gehabt, abends bei der schwedischen Liga. Und ja, ich bin gespannt, was sie gegen Navi ausrichten könnten auf die Nuke. Von daher wäre es eigentlich ganz cool. Nuke Map Pick von Fnatic. Map Pick von Navi. Also gut möglich, dass das erste Veto von Navi ist, dass sie Nuke gleich raus war. Gar nicht mehr so. Also früher war es bewusst, als es nur 5 Maps im Pool gab. Da haben sie halt immer Nuke rausgewählt, haben Nuke auch nie trainiert, das war auch bekannt. Aber mittlerweile haben sie da einiges nachgeholt und gut zugelegt auf Nuke. Also ich würde sie da nicht unterschätzen. Und das ist nämlich auch oft das Bild, was viele haben, okay, Nuke ist Navi eh nicht gut und so, brauchen wir nicht rausvoten und sonst irgendwas. Und am Ende kommt es vielleicht auf diese Map. Aber mal schauen.
Na gut, dann freuen wir uns auf 13 Uhr, oder? Sehr gerne. Also, wir machen auch kurz Pause, Zeit, einen kurzen Snack einzufahren. Und dann, wir schauen nochmal ganz kurz den Zeitplan. Nicht, dass wir wirklich was Falsches weitergeben. Aber das Finale sollte wirklich 13 Uhr am Start sein. Jetzt müsste, ja, 13 Uhr. 13 Uhr, die amtliche Meldung. Also, in diesem Sinne, wir machen ganz kurz einen Break oder ein bisschen längeren Break. Viertel vor werden wir uns wieder zurückmelden mit der Voranalyse und allem Pi und Pa und Po. Und dann geht's um 13 Uhr los mit dem großen Finale der DreamHack. Es geht um den Titel und um 50.000 schwedische Kronen. Wir sind dann wieder zurück. Bis dann.